Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich bin ja jemand, der sehr gerne bei gebrauchten Büchern auch mal zuschlägt. Bin ja auch ein großer Fan von Tauschticket. Und ich dachte, ich zeige euch einfach mal ein bisschen, was bei mir eingezogen ist. Werde das natürlich in den Neuzugängen dann Anfang September, oh Gott, dann ist wirklich schon Anfang September, ein bisschen kürzer fassen. Möchte euch aber erzählen, dass ich hier wirklich fast die Hälfte am Preis gespart habe. Es ist wirklich Wahnsinn, wenn man nicht ganz top aktuelle Bücher sozusagen shoppen möchte und auch nichts gegen gebrauchte Bücher hat, was man hier sparen kann. Ich habe mir das mal so ein bisschen ausgerechnet und ich wäre im Neupreis bei über 80 Euro gewesen und bin jetzt so knapp bei 46 und habe somit irgendwie was um die 37, 38 Euro gespart. Also wirklich top und auch die Qualität, über die werden wir jetzt uns unterhalten. Ich packe alle Bücher unten in die Infobox und schreibt mir auch mal super gerne, ob ihr gerne auch mal bei gebrauchten Büchern zuschlagt, beziehungsweise ist ja Avell, ist ja nicht wirklich gebrauchte Bücher, Avell sind ja Menge-Exemplare. Das unterscheidet sich nochmal ein bisschen und auch da konnte ich tatsächlich nicht widerstehen. Und die beiden Bücher habt ihr auch schon auf dem Thumbnail gesehen, das sind die mit dem schönen Farbschnitt oder mit dem bunten Farbschnitt. Nicht unbedingt schön, aber bunt. Wir starten mit meiner Bestellung bei Rebuy. Bei Rebuy hatte ich ursprünglich bestellt, weil ich zwei DVDs bestellt hatte oder eine Blu-ray und eine DVD. Ich möchte mit einer neuen Serie anfangen. Da habe ich mir die erste Staffel geholt und dann war noch ein Film so ein bisschen günstig und dann dachte ich, ja, dann bestellst du den auch mal mit. Und dann bin ich über einen Manga gestolpert und den habe ich tatsächlich auch direkt gelesen. Und zwar eine Geschichte von sieben Leben. Und mir hat die Aufmachung so, so, so gut gefallen, von der Optik, von der Grafik. Und ich dachte, das probierst du einfach mal aus. Ich habe schon ewig kein Manga mehr gelesen. Ich glaube, so der letzte Manga könnte Sherlock gewesen sein. Ich glaube, wenn, dann nochmal eher eine Graphic Novel. Und ich finde die Zeichnungen wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Mich hat dieses Buch sehr, sehr berührt. Das muss ich ehrlich sagen. Also ist für mich wirklich auch ein kleines Highlight geworden. Ich fand den Zustand für sehr gut, wirklich auch sehr gut. Also so war er beschrieben. Und ich habe knapp 4 Euro bezahlt und im Original würde das Buch 7,50 Euro kosten. Also ich muss sagen, da habe ich wirklich gut gespart beim ersten Teil. Und er ist wirklich, also man sieht, dass er vermutlich einmal gelesen wurde, aber mehr ist an dem Buch nicht dran. Und ja, als ich das dann gelesen hatte, führte mich der Weg zu Medimops, wo ich dann 4 Bücher gestellt habe, denn ich wollte natürlich wissen, wie geht es in diesem Manga weiter. Und ja, die Bestellung ist jetzt gestern bei mir angekommen und ich werde jetzt die Bücher dann auch auf jeden Fall auch weiterlesen, die Manga-Reihe. Und zwar habe ich mir den zweiten Band geholt von Eine Geschichte von sieben Leben. Da hat man tatsächlich schon nur noch 1 Euro gespart. Also Medimob scheint zumindest beim zweiten und dritten Teil ein bisschen teurer gewesen zu sein als der erste bei Rebuy. Habe ich auch in sehr gut bestellt und ich muss auch sagen, ich habe hier hinten so eine kleine schwarze, so eine Abtreibungsstelle dran. Das kann jetzt aber natürlich auch vom Versand gewesen sein. Ansonsten sieht das Buch auch wirklich aus wie einmal gelesen und alles fein. Auch ein wunderschönes Cover. Und dann habe ich mir natürlich auch gleich den dritten mitbestellt, weil er auch bei Medimops vorrätig war. Das war, glaube ich, auch der Grund, weswegen ich bei Medimops bestellt habe, nicht bei Rebuy, weil ich glaube, bei Rebuy der zweite Band gefehlt hätte. Und auch hier 1 Euro gespart, auch wieder wunderschön. Und hier muss ich tatsächlich fast vermuten, dass der gar nicht gelesen ist, weil der so gefühlt überhaupt keine Gebrauchsspur hat. Oder halt auch wirklich nur so ganz zart gelesen, weil es ist jetzt auch nichts, was man irgendwie bricht in der Mitte. Aber da bin ich sehr gespannt. Und wir haben hier eben ja eine Geschichte um Katzen. Und ja, die sehr emotional, zumindest im ersten Teil war. Und ich gar nicht gedacht hätte, dass man mich mit so wenig Text, aber dafür wunderschönen Bildern und Eindrücken in Geschichten, dass man mich da so bewegen und begeistern kann. Ich bin sehr gespannt auf Band 2 und 3. Ich denke mal, ich lese die so in 2 Schwupsen und freue mich da sehr drauf. Auch von hinten sehr schön. Also hier, muss ich sagen, kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Weiter ging es dann. Ja, ich bin ja ein bisschen... Ja, das erzähle ich auf jeden Fall noch im Büchermonat im Game of Thrones Fieber, beziehungsweise auch schon in den Neuzugängen. Und nächstes Jahr geht es weiter mit einer Geschichte, einer Verfilmung aus der Welt um Westeros. Und zwar wird die Geschichte von der Heckenritter von Westeros verfilmt. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt musste das Buch herziehen. Ich war ja nach Staffel 8 wirklich mehr als enttäuscht. Auch Staffel 7 war schon nicht wirklich gut. Und ich hatte eigentlich gar keine Lust mehr auf George R. R. Martin, keine Lust mehr auf Westeros. Mich hat das alles so angenervt. Und dann kam ja House of the Dragon, Staffel 1, dieses Jahr Staffel 2. Und das hat mich wirklich mehr als wieder begeistert. Ich meine, zum einen natürlich das Drachenthema, zum anderen überhaupt diese ganze große Welt.
Und dann habe ich ja auch Game of Thrones gerewatcht und habe wirklich viel versucht, Staffel 7 und 8 auszublenden. Bin trotzdem natürlich bei Staffel 8 aus dem Meckern und dem verzweifelten Augenrollen und Kopfschütteln nicht herausgekommen. Und dennoch möchte ich hier einfach wissen, um was es geht. Ja, es ist wohl auch das erste Buch aus der Reihe, das Urteil der Sieben. Ich muss aber auch hier sagen, dass ich hier keinen zweiten Teil gefunden habe. Ich vermute mal, dass auch das George R. Martin nicht weitergeschrieben hat. Es ist die vollständig überarbeitete Herausgabe und es ist eben die Vorgeschichte von Das Lied und Eis und Feuer. Und das spielt, soweit ich weiß, zwischen das House of the Dragon, also vor Feuer und Blut, also vor der Targaryen-Geschichte, vor dem Drachentanz und zwischen das, ja, Game of Thrones, das Lied von Eis und Feuer. Und wir sind hier ein Jahrhundert vorher. Genau, und es geht um Ser Duncan, der noch viel zu lernen über die Welt der Edlen und Mächtigen hat. Und dann will er bei einem Turnier teilnehmen, macht sich aber ebenso viele Feinde wie Freunde. Er ist aber ein Kämpfer und auch ein starker und hat ein starkes Ehrempfinden. Und ja, doch wird das reichen, um ihn in den Augen der Welt als wahren Ritter dastehen zu lassen. Und ich habe so ein bisschen, also ich glaube nicht, dass es so direkt Spoiler sind, aber ich habe so ein bisschen was dazu gehört, um was es in der Serie geht und fand es eben super spannend, da mal einzutauchen. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall etwas wird, was ich in nächster Zeit lese. Denn ja, im Büchermonat erfahrt ihr dann schon, wo mich die ganze Game of Thrones, House of the Dragon Reise hingebracht hat und ja, möchte ich auf jeden Fall lesen. Ja, und auch vom Zustand. Also ich glaube, im Original hätte es gekostet 18 Euro. Ich habe bezahlt knapp 15 Euro. Also tatsächlich merkt man, dass der Hype wohl wieder da ist. Ich glaube, zwischendurch wäre es billiger gewesen. Ich muss sagen, dafür, dass es ein sehr guter Zustand ist, bin ich gerade von der Rückseite ein bisschen enttäuscht. Also man sieht hier, dass da ein Aufkleber war, der abgerissen wurde. Aber sonst sieht es so aus wie, ja, auch ein-, zweimal gelesen. Es hat so eine Unterscheidung in den Farben. Ich weiß nicht, wie man das hinbekommt, dass nur ein Teil der Seiten sich verfärbt haben. Hatte man davor vielleicht irgendwas stehen? Könnte sein. Für sehr gut, würde ich sagen, weiß ich nicht, sehr gut ist ja eigentlich so ein bisschen die Kategorie, wo ich denke, das ist auch verschenkbar. Würde ich jetzt hier nicht machen. Ich würde sagen, gut. Ich muss aber schon sagen, für 3 Euro Ersparnis hätte ich es mir auch fast neu kaufen können. Das sind wir mal ehrlich. Aber gut, es ist für mich okay. Es ist einmal gelesen und von vorne und auch von der Seite sieht es wirklich gut aus. Und ich habe auch nicht das Gefühl, weil wir hier gar keine Falte irgendwie haben, keine Rille, dass das irgendwie groß gelesen wurde. Stand wahrscheinlich nur längere Zeit rum. Ich weiß auch gar nicht, wann das erschienen ist, aber bestimmt ja auch schon 10 Jahre her. Und wenn das dann natürlich im Regal steht, sieht es am Ende, ja, 2013. Ja, tatsächlich schon über ein Jahr her. Und ja, es ist leicht warm, also von daher lasst euch von 2, 3 Schweißperlen nicht stören. Dann ein Buch, über das ich tatsächlich so ein bisschen enttäuscht bin, wie es angekommen ist. Und zwar ein Buch, das im Original, im Neupreis 13 Euro kostet und ich habe 4,50 Euro bezahlt. Ja, das nehme ich hin, habe es aber im Zustand neu gekauft. Und ich muss sagen, von vorne sieht es leider überhaupt nicht neu aus. Also es ist der Boulevard der Träume von Nuria Pradas und man sieht schon, dass hier die komplette Schrift fehlt. Also auch wie wenn hier irgendwie ein Sticker drauf war, den man abgezogen hat oder hat jemand was abgewischt und das Mittel war zu scharf. Muss ich sagen, ja, 4,50 Euro, voll okay, ne? So ein Drittel vom Preis. Aber wie neu ist oder ja, wie sehr gut sieht es nicht aus. Sonst hat das Buch aber tatsächlich nichts. Also das muss ich echt sagen. Es sieht gefühlt schon gelesen aus. Man hat hier so 2, 3 Leserillen, die mich aber nicht so stören. Da finde ich, dass hier die Schrift nicht so schön ist, nicht so gut. Es ist ein preisgekrönter Roman und eine wunderbare Liebesgeschichte an dem Ort, wo Träume entstehen. Denn wir sind hier in Hollywood zu bewegten Zeiten 1932 und wir begleiten die junge New Yorkerin nach Hollywood. Und hier geht es um ja, Trickfilme und wie sie da in der Filmwelt Fuß fasst. Und es ist im Grunde der Start in das Disney-Imperium. Also sie bekommt eine Anstellung bei Walt Disney und ja, ist da so ein bisschen unterwegs. Ich finde es super spannend, nicht nur in Hollywood der 30er Jahre unterwegs zu sein, sondern auch beim Start von Walt Disney so ein bisschen mit dabei zu sein. Da bin ich sehr gespannt, welche Liebe es hier geben wird und ja, wie wir da so ein bisschen, ja, wie jetzt auch zwischen den Fronten geraten und ja, fand ich super spannend. Ich mag ja immer mal gerne so ein bisschen historisches
Fiktives, Historisches, also so ein bisschen gemischt. Aber ja, wie gesagt, 4,50 ist vollkommen okay. Ich hätte mir halt nur, wäre es als gut gekennzeichnet gewesen, wäre es, glaube ich, einfach echter gewesen, hätte ich trotzdem bestellt. Aber als sehr gut würde ich jetzt wahrscheinlich so drüber streiten. Aber es darf trotzdem bleiben, denn ich freue mich drauf. Was steht hier drin? Ups. All unsere Träume werden wahr, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. Ja, das ist ein Zitat von Walt Disney. Finde ich auf jeden Fall sehr schön. Und hier kommt noch die Kleidermacherin und die Parfümerie der Liebe ist von ihr erschienen. Anberaubte Kleider, himmlische Düfte und die ganz große Liebe. Also ich muss sagen, auch die Bücher sind mir so noch gar nicht irgendwie untergekommen. Sehr spannend. Also ich bin sehr neugierig, sehr gespannt und freue mich da trotzdem natürlich drauf. Und dann war das Medimops und dann bin ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war, weswegen ich zu Abel gegangen bin. Was ich da irgendwie in der Werbung gesehen habe. Und dann habe ich diese zwei Bücher entdeckt. Und zwar zwei Bücher, die jeweils 15 Euro kosten würden. Im Doppelpack Teil 1 und 2 für 10 Euro. Und ich hatte Teil 1 tatsächlich schon ein Weilchen auf der Wunschliste. Und ich bin nicht der Mensch, der sich eigentlich einen zweiten Teil besorgt, wenn er den ersten noch nicht gelesen hat. Aber hier dachte ich mir, naja, ich hätte auf jeden Fall das ein oder andere Tauschpaket, wo man die vielleicht unterbekommen könnte. Ich habe im Freundeskreis Menschen, die gerne so ein bisschen Liebesgeschichte und sowas lesen. Probierst du es mal damit. Ja, die Rede ist von, ich glaube, es ist eigentlich eine Trilogie. Der dritte Teil ist auch erhältlich. Und zwar von Annabelle Steel und Nicole Böhm. Und das ist Let's Be Wild und das ist Let's Be Bold. Im Bundle 10 Euro. Ich finde es sehr coole Cover. Ich finde auch den bunten Buchschnitt tatsächlich ganz cool. Und wir haben hier eben ein Autorinnen-Duo und wir sind in New York unterwegs und in einer Influencer-Agentur. Und vier Menschen sind auf der Suche nach dem großen Glück und sich selbst. Und ich weiß nicht, mich hat das damals mit New York angesprochen und dieses Influencer-Ding und diese Agentur. Und ich habe jetzt den Klappentext vom zweiten nicht durchgelesen und bin super gespannt, was hier so ein bisschen passiert. Ich kann mich auch erinnern, dass 1, 2, 3 Leute in meiner BookTube, Bookstagram-Bubble davon geschwärmt haben. Und New York war nicht bloß die Stadt unbegrenzter Möglichkeiten, sondern auch die unwahrscheinlicher Freundschaften. Das finde ich tatsächlich, kann ich mir tatsächlich auch sehr, sehr gut vorstellen. Für Annabelle von Nicole, finde ich super schön. Ich weiß gar nicht, von Nicole Böhm, also der Name sagt mir was. Ich glaube, von der Autorin könnte ich tatsächlich auch schon mal irgendwas gelesen haben. Ich bin mir tatsächlich jetzt gar nicht so sicher. Mir kommt die auf jeden Fall irgendwie bekannt vor. Auch von ihrem Bild glaube ich, dass ich von ihr schon was gelesen habe. Annabelle Steen allerdings nicht. Neben Büchern liebt sie digitale Themen, Videospiele, lange Wanderung und das Reisen. Ja, bei langen Wanderungen und Reisen bin ich auch dabei. Finde ich total cool. Also ich freue mich auf beide Bände. Könnten so ein bisschen Urlaubskandidaten sein. Weil ich glaube, dass man sowas, wenn man drin ist, ganz gut wegkommt. Und mein Urlaub geht ja auch in eine Großstadt mit Strand. Da könnt ihr mal raten, wo es hingehen könnte. Es könnte so ein bisschen passen. Mal gucken, ob vielleicht zumindest der erste Band irgendwie mit darf. Aber ja, ich konnte nicht widerstehen. Und ja, im Grunde hätten beide Bücher ja 30 Euro gekostet und ich habe sie für 10 bekommen. Also auch hier tatsächlich die Hälfte gespart. Nein, ein Drittel habe ich nur bezahlt. Das stimmt gar nicht, die Hälfte. Das ist im Grunde, ja, 2/3 gespart. 10 Euro anstelle 30. Steffi, bei der Hitze Kopf rechnen ist schwierig. Ja, insgesamt hätten die Bücher neu, also 83 irgendwas gekostet und ich habe knapp 46 Euro bezahlt, habe also irgendwas um die 37 Euro gespart. Nicht ganz die Hälfte, aber fast. Und das finde ich schon echt cool. Also ich freue mich immer wieder, wenn man dann tatsächlich Bücher von seiner Wunschliste in Gebraucht oder jetzt auch bei Avel findet und dann eben einfach zuschlagen kann. Ja, und den Büchern vielleicht noch von Avel hat man eben den klassischen Mängelexemplarstempel, aber sonst haben die tatsächlich nichts. Also außer die Stempel sieht man den Büchern nicht irgendwie an, dass sie einen Mängel hätten. Verzeiht mir die Wortfindungsstörung. Es hat hier in diesem Raum, glaube ich, auch irgendwie 26 Grad. Ich mag die Hitze, ich bin ein Sommerkind, aber so zum Drehen und zum Reden und zum Denken manchmal gar nicht so einfach. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass euch so ein bisschen mein großes Bestellungspaket-Video gefallen hat. Schreibt mir gerne mal, ob ihr gerne gebrauchte Bücher kauft, wo ihr sie vielleicht am liebsten kauft oder ob ihr auch bei Tauschticket unterwegs seid, ob ihr Avel auch schon mal für euch entdeckt habt. Und lasst uns da gerne ein bisschen in den Austausch gehen. Auch wenn ihr die Geschichte natürlich schon kennt, dürft ihr jetzt auf jeden Fall in den Kommentaren schwärmen. Und ihr findet alle Infos zu den Büchern auch in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, in diesem Sinne, ich danke
danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.